Kräfte, aber er kämpft sich hier durch. Also, wenn es so hält, was der erste Tag vorgegeben hat, mit ein paar zusätzlichen Erwartungen, 7,5 müssten drinnen sein, vielleicht sogar 7,6, sollte reichen als Leistungsbestätigung. Also, Adam Sebastian Helzelet liegt hier an der dritten Stelle. Aber er hat noch keine 8000 Punkte geschafft, ist hier schlussendlich nicht ganz vorne zu erwarten. Gael Kervin, der Mann mit der interessanten Sprungtechnik, Albatros-Technik im Weitsprung. Dominik Distelberger, 14,20 schon gelaufen. Benderis im Frühjahr und erst seit 10 Tagen wieder voll im Training. Dann der Brasilianer Carlos Quinin, der vor 4 Jahren schon mal in Götzis war. Und Elko Sint-Nicolas, ganz lockerer Bursche, der dann seine große Show am frühen Nachmittag wohl abliefern wird. Aber ihm wird es dann mitunter schon Mitte Nachmittag im Stab hochspringen, ist er die etatmäßige Nummer 1. Und Eduard Mikan, Weißrusse. Kommt auch Eduard Hemmeleinen von früh. Auf ein neues. Heute ein bisschen eingebunden. Der rechte Knöchel, wo er den Bänderriss gehabt hat, Gott sei Dank nicht sein Sprungbein. 110 Meter Hürden. Dritter Lauf. Set. Jetzt hat es geklappt. Alle gut weggekommen. Distelberger. Er ist jetzt touchierter. Jetzt ist er gut drinnen. Sint-Nicolas kommt, einmal niedergetreten, Sint-Nicolas und auf Bahn 1, Elzelet. Oh, der dritte voll in die Hürden und Sint-Nicolas setzt sich durch in 14.09. Starke Zeit für Elko Sint-Nicolas, eine persönliche Bestleistung, ordentlich pulverisiert, 14.21 bisher. Und das war noch einmal ein ganzes Stück besser. War da gestern schon im Sprint im Bereich seiner Möglichkeiten. 14,10. Jetzt kommt die Zeit. Bestleistung für Sint-Nicolas. 14,20 für Mikan. Auch persönliche Bestleistung. Alle gut weggekommen. Und auch der zweite dieses Laufes, Eduard Mikan. Ein bisschen hoch über die erste Hürde bei Dominik Distelberger, der aber sehr ordentlich hier läuft mit 14,66. Und wenn man bedenkt, im Bereich Adam Helzelet war so lange so gut unterwegs, 80 auf Bahn 1. Und da springt er jetzt voll in die Hürde hinein. Und der Kampf um Platz 1 und dann da geht es für die zweite mit dem Rhythmus gar nicht mehr aus und dann läuft er durch und schlussendlich wird das dann nur 14,95 und an sich war der Tscheche so top unterwegs. Das ist bitter. Hätte ja auch seine persönliche Bestleistung ordentlich verbessern können. Aber das ist die Brutalität Zehnkampf. Damit hat er sich natürlich da aus dem Kampf vorne verabschiedet und wird auch schon nach diesem sechsten Bewerb jetzt seinen dritten Platz einbüßen und ordentlich durchgereicht werden, denn die Schnellsten kommen noch. Eko Sint-Nicolas ist dann sehr, sehr stabil, nur knapp über seiner Bestleistung im 100er. Weitsprung knapp drunter und. Also war. So, muss man noch klären, ob das regeltechnisch noch im Bereich war oder. Ja, ausgezeichnete Laufleistungen am heutigen Tag im 110 Meter Hürdenlauf. Als faul zu ordnen ist, aber vorläufig 14,95 für Adam Sebastian Helzelet. Schade, dann nur.